Wir waren heute schön mit der Ultralight-Stippe unterwegs und zwar an der Achtuba zum Beispiel. Und da ging es dann ganz gut auf Wobbler. Hat gut funktioniert und hat auch richtig Bock gemacht. Und deswegen ab mit der Ultralight-Stippe einfach mal zum Donetz. Und hier am Donetz geht es dann auf die ganz kleinen, also auf die Tjulka-Sardine. Im Idealfall ballert das Ding hier vielleicht auch noch rein oder etwas anderes. Mir ist das eigentlich schon fast egal. Hier habe ich noch so viele Fische nötig. Ich nehme auch gerne die Seelaube mit oder die, da gibt es ja noch den Hering. Also es gibt einige Fische hier an dem Donetz, wo ich die Trophy noch nicht habe. Und jetzt hier die Tjulka Sardine, die nehme ich natürlich auch gerne mit. Gerne mit, was ist sie, 24 Gramm als Trophy. Probieren wir mal unser Glück. Es wurden hier einige gefangen. Es wurde hier tatsächlich auch schon eine Trophy gefangen hier an der Stelle. Es gibt da so einen Beitrag im VK und da testen wir doch das Ganze einfach mal hier aus. Also, von der Position her sind wir ganz in der Nähe vom Dorf. Das ist natürlich super praktisch. Wir müssen gar nicht so weit rennen. Also kann man das schon mal schnell erreichen. Das ist für mich immer ganz wichtig, weil man dann einfach mal eben schnell was testen kann. Und wenn es dann nicht lübt, dann geht man halt einfach wieder woanders hin und rennt nicht erstmal hier eine halbe Stunde quer durch das Game. Also, das ist schon mal ganz praktisch. Koordinaten 95, 141 und dann werfen wir hier quasi locker raus über das ganze Grün in den freien Bereich werfen wir rein auf 50 cm Tiefe. Ich werde auch gleich noch mal ein bisschen mit der Tiefe variieren, denn wenn wir das aus dem letzten Video und aus dem letzten Spot hier ganz oben am Anfang noch wissen, also da sind auch einige reingegangen im Bereich von 1 Meter Tiefe. Das heißt, hier können wir ruhig ein bisschen variieren. Wir haben es jetzt gerade relativ warm mit 27 Grad. Ich gehe mal auf 70 cm runter und wir probieren das mal weiter. So 45% aufgeladen, die Stippe. Ich bin hier mit der Ultralight gerade unterwegs mit einer Länge von 7 Meter. Wir gehen aber gleich im Detail nochmal auf das gesamte Setup ein, damit man auch die Hakengröße sieht, die Köder sieht und alles. Das gucken wir uns gleich im Detail mal an. Wichtig natürlich jetzt für mich, Hauptsache es geht einfach was rein. Und da ist es mir tatsächlich ziemlich egal, was es ist. Gerne natürlich die Sardine, super seltener Fisch. Wäre natürlich mega gut, wenn der irgendwann hier reingeht. So, ich werfe mal jetzt nicht ganz so weit. Mal ein bisschen knapper hier vorne, dass das so an der grünen Kante genau dran vorbeigeht. Und da geht es auch schon runter, jawohl. Und es ist was Größeres, da muss man natürlich vorsichtig sein. Was haben wir hier? Einen Sichling. Ja. 500 Gramm natürlich jetzt hier mit dem Setup nicht unbedingt ein Problem. Aber wenn man hier kleiner reingeht, vielleicht mit 1 Kilo oder 1,5 Kilo oder vielleicht 2 Kilo nur an Schnur, dann ist das schon tricky. Man kann das Ganze hier natürlich auch deutlich entspannter anstatt mit der Stippe hier, mit der Bolognese-Route oder mit einer Match-Route ganz gut machen. Und man geht dann hier einfach in den Drill rein. Macht das Ganze natürlich wesentlich angenehmer. Schwarzmeerseelaube, auch mega sexy. Nehme ich auch gerne mit als Trophy. Fehlt mir leider auch noch. So, wieder ein bisschen zurückziehen. Genau, dass wir da schön an der Kante hier vorbeigehen. An der grünen Kante mit dem Köder. Und dann läuft das auch ganz gut. Ja, mit der Tjulka-Sardine geht man natürlich sehr, sehr klein vor. Das heißt auch vom gesamten Setup her sehr fein, sehr zart. Gerne, wie gesagt, mit sehr, sehr dünnem Vorfach oder sehr dünner Schnur, die man dann insgesamt verwendet, Hauptschnur. Und kleinen Haken natürlich. Wobei ich eigentlich kein Fan davon bin, auch wenn es einer der kleinsten Fische ist im Game, damit einfach auch mit dem kleinen 24er reinzugehen. Sondern ich gehe gerne mal eine Nummer größer auf dem 22er da rein.
Einfach weil das Durchschnittsgewicht der Fische, wenn man mal einen guten Spot hat und es gehen viele von diesen Fischen rein, von der Sardine, dann ist doch das Durchschnittsgewicht mit dem etwas größeren Haken, ja, insgesamt einfach auch ein bisschen größer. Vielleicht verscheucht man auch einfach welche, die sehr klein sind. Naja, aber wenn sie halt sehr klein sind, sind sie auch eben noch nicht mal maßig und man kriegt auch noch nicht mal ordentlich Silber dafür, sondern man opfert quasi nur die ganze Zeit Köder für untermaßige kleine Sardinen, die auch dann, wie gesagt, für nichts anderes zu gebrauchen sind. Von daher, ja, verscheuche ich doch dann, also ich verscheuche dann lieber die ganz kleinen und habe dann vielleicht Glück, dass da mal eine etwas größere Sardine reingeht. Und vielleicht auch nicht. Aber guck mal hier, auch hier wieder, ne? Es gehen noch genug untermaßige rein. Also von daher ruhig mal hier auf dem 22er. Gucken wir uns das Setup mal eben kurz an. Ich bin jetzt hier gerade unterwegs, wie gesagt, mit der Onega Rods Ultralight. 7 Meter lang, das heißt, wir kommen relativ weit auch raus damit, auch sehr praktisch. Wurfgewicht nur 1 bis 5 Gramm, ist es halt ultra light. Dementsprechend muss man hier auch manchmal gucken, welche Pose, welchen Schwimmer man hier verwendet. Denn das Gewicht der Pose ist dann natürlich entscheidend, aber eben auch die Tragfähigkeit. Wie viel trägt denn hier diese Pose an Ködern? Und das ist hier mit diesen wirklich sehr gut. Die tragen auch die etwas größeren Köder hier gerade. Jetzt hier mit Caster und Zuckmücke, 22er Haken und hier jetzt gerade nur eine monophile Schnur. Monophil beim Stippen, super wichtig auch nochmal, weil man eben zusätzlich einen Gummieffekt hat. Das heißt, man hat einmal eine sehr weiche Stippe, die Rute ist sehr weich, man hat einen Dehnungseffekt quasi und kann Bisse oder größere Fische damit ein bisschen drillen. Zusätzlich eben hier die Schnur, die auch nochmal diesen Gummieffekt hat und dann damit eben Fische auch zusätzlich nochmal ein bisschen müde macht. Mit so einem Setup kriegt man dann auch Fische raus, die tatsächlich vom Gewicht her über diesen 3,4 Kilo als schwächste Stelle sozusagen über diesem Gewicht liegen. Wenn man die Fische dann beim Ranpullen die ganze Zeit im Wasser lässt, das ist dann halt wichtig. Das heißt, wenn man dann hier was Größeres dran hat, dass man dann eben quasi die ganze Zeit die Spannung aufrecht erhält, versucht nach oben zu ziehen. Nach oben sind die Fische eben am schwächsten. Und dann eben versucht mit Schritten, also langsam nach vorne laufen auf den Fisch zu. Ich lasse auch gerne immer so ein bisschen Abstand zum Wasser hier, dass wenn da was Großes reingeht, dass man dann mit dem Laufen den Fisch noch so ein bisschen entgegengeht, dementsprechend die Rute noch weiter hochziehen kann und es dem Fisch einfach noch sehr schwierig macht. Gucken wir mal, vielleicht geht ja jetzt gleich noch mal ein bisschen was sehr oder was Größeres rein, dann kann man das noch mal so ein bisschen zeigen. Bei den ganz kleinen Fischen, ja, die fliegen halt einfach so durch die Luft. Da passiert sowas dann natürlich nicht, dass man da irgendwie zack. Genau, und dann so nach vorne gehen, weiter nach vorne, weiter nach vorne, weiter nach vorne. Und die Rute ist dann halt schon ganz oben, ne? Ist natürlich jetzt bei den kleinen Fischen schwer zu zeigen. Und gerade bei den ganz großen Fischen ist es auch so, dass man dann mit der Action Bar komplett am Limit ist, links und rechts, ganz am Rand im roten Bereich schon. Und dann muss man natürlich, wie gesagt, den Fisch im Wasser lassen, mit dem Kescher drunter. Und dann hat man's. Schwieriges Dingen. Braucht ein bisschen Übung und auch wahrscheinlich noch ein bisschen Glück, dass es so gerade eben reicht mit der Tragfähigkeit oder mit der Größe des Fischs. Wenn das denn dann funktioniert, ja, dann hat man auf jeden Fall ein richtig gut Action gehabt auf der Actionbar mit der kleinen Stippe hier. Macht halt schon Bock. Also da verstehe ich schon auch die Stipper, wenn man sowas dann rausgezogen hat. Das ist schon cool. Aber auf immer, ne, dann doch lieber hier mit der Bollo-Route oder mit der Match. Das ist einfach entspannter. Aber so ein bisschen für den Nervenkitzel ist das schon eine coole Sache. Zack, und da geht der nächste rein. Jawohl. Komm ran hier. Also die nächste Tjulka, 12 Gramm.
Na, 11 Gramm, 13 Gramm, 10, 12. Also da muss aber noch ein bisschen was gehen. Vielleicht gehe ich gleich sogar noch mal ein bisschen größer rein. Vielleicht gehen ja hier sogar mit noch mal größerem Haken möglicherweise noch mal größere Sardinen hier rein. Kann durchaus sein. Oder ich verscheuche die dann in Gänze. Kann auch passieren. Und dann sind sie weg. Ich meine, eine Trophy wurde halt hier jetzt schon wieder gefangen auf 24er Haken. Vielleicht ist es auch die komplett falsche Herangehensweise und man muss einfach super fein und super zart reingehen und versuchen, dass man hier auch vielleicht ganz wenig Scheuchwirkung hat. Vielleicht muss ich auch hier vom Setup her nochmal auf eine etwas dünnere Schnur, vielleicht auf Fluorocarbon gehen. Möglicherweise bringt das dann doch nochmal ein bisschen was. Kann ich ja gleich nochmal testen. Vielleicht habe ich ja nochmal eine passende Fluorocarbon-Schnur. Ich denke mal so im 3-Kilo-Bereich sollte ich was haben. 3,2 vielleicht. Da verliert man natürlich wieder ein bisschen Tragfähigkeit. Aber wenn es doch den Erfolg bringt. Wir sind jetzt hier bei 3,5. Dann gehen wir hier runter auf der Hauptschnur mit 3,4. Normalerweise ausreichend. Und jetzt nochmal weiter runter. 3,7, hier wäre nochmal Monoschnur, 3,7, das ist alles zu viel. Und dann gucken wir jetzt hier nochmal im Fluorocarbon-Bereich, 3,2, das wäre doch eine Möglichkeit hier, 40 cm Fluorocarbon selbst gebastelt mit 40 cm. Also testen wir das nochmal und dann gucken wir mal, ob das, na, ein bisschen weiter werfen wir, ob das vielleicht zusätzlich nochmal einen etwas besseren, ja, Lock-Effekt bzw. weniger Scheuchwirkung hat. Da zuppelt es auch schon direkt los. Na, hoffentlich kein großer Döbel. Und nee, das sieht auch ganz vernünftig aus, aber wahrscheinlich eher wieder ein Sichling. Genau. Ja, also einfach mal weiter testen und probieren. Und vielleicht geht ja jetzt hier an der Stelle hier, hier sind wir direkt am Dorf, also kurz über den Hügel, direkt wieder an dem nächsten Haus sofort wieder runter. Und dann sind wir schon hier direkt auf 95, 140. Also schnell erreicht der Spot. Wie gesagt, von der Tiefe her, das ist eben wichtig, dass man da ein bisschen variiert. Von 50 cm bis 1 Meter Tiefe. Ich würde das so ein bisschen nach Temperatur machen. Ich gehe, glaube ich, gleich wieder ein bisschen höher. So im Bereich von 30 Grad, dass wir dann vielleicht eher ein bisschen weiter oben unterwegs sind. Und wenn es dann sehr kühl wird, vielleicht auch noch so unter 25 Grad, dann einfach nochmal weiter nach unten gehen und gucken, ob es dann da besser funktioniert. Na, Aaland. Also sehr, sehr wilde Kombi. Guck mal, weiter kann ich jetzt gerade gar nicht. Jetzt bin ich bei 59 aufgrund des Vorfachs, 40 cm Vorfach. 59 cm von der Tiefe her. Ja, muss ich dann halt mit leben. Aber ich denke, ich werde hier gleich nochmal ein bisschen rumprobieren, auch noch mit der Match. Da habe ich auch noch Skillpunkte drin. Da bin ich auf jeden Fall von der kompletten Montage her besser unterwegs. Das heißt, ich werde gleich hier nochmal einfach mich mit der Matchroute hinstellen und nochmal ein bisschen rumprobieren, ob wir hier nicht vielleicht sogar selbst mit der riesengroßen Match einfach super fein einfach nochmal reingehen können und dann gegebenenfalls, wenn was zu Großes reingeht, dann das Ganze einfach auch ausdrillen können. Ja, und weil es so Bock macht, teste ich auch einfach nochmal einen weiteren Spot. Und ja, an diesem weiteren Spot gehen jetzt hier am nächsten Tag auch schön noch ein paar Wochenrekorde sogar rein. Gar nicht verkehrt. Kann man also auch mal ganz gut hier an der Stelle nochmal weiter testen. Auf oder mit der Stippe, mit der UL-Stippe. Köder-Kombi, da gehen wir gleich im Detail drauf ein. Tiefe und so weiter, das gucken wir uns alles an. Also auch hier an der Stelle geht es schon ganz gut los. Ein paar Kürbiskerne waren dabei, das hatte ich jetzt gerade noch so ein bisschen mit Vecurig probiert. Aber jetzt gerade hier auf die Pose, gerade nochmal eine schöne Rotfeder mit rein, sibirische Plötze mit 700. Also es gehen hier schon auch ein paar schöne Brocken rein. Da ist aber auch noch Luft nach oben. Also da muss noch ein bisschen mehr kommen. Klar, gerade sibirische Plötze
Würde ich natürlich auch gerne mitnehmen als Trophy, würde mir auch noch fehlen hier. Ja, wie so einiges an diesem Gewässer. Also, nächster Spot, der eben auch gerade ganz gut funktioniert. Gucken wir mal eben kurz. Ist hier oben an der Stelle auch richtig entspannt. Ich habe das jetzt gerade hier von verschiedenen Stellen auch schon ausprobiert. Auch hier an der Stelle schon. Hier war vor einer guten Woche oder ein bisschen mehr, ist hier auch der Kürbiskernbarsch immer mal wieder ganz gut gegangen. Den hat man dann einfach hier so lang treiben lassen, auch hier wieder an dieser grünen Kante. Und dann ging das ganz gut. Da zuppelt, glaube ich, auch schon wieder was. Jawohl. Da müssen wir mal gucken, vielleicht geht da was rein. Und jetzt hier dann einfach testen, ne? Also wie es gewohnt ist mit den verschiedenen Ködern, ob das jetzt hier Vecchi-Rig ist oder mit der Pose oder eben mit der Match. Das geht immer gut hier. Ist das vielleicht auch einfach Grundberührung? Gerade nochmal eben schauen. Ich glaube, ich bin bei einem Meter, genau. Ein Meter Tiefe hier eingestellt. Ich werfe mal ein bisschen weiter. So, wieder ein bisschen zurück. Das war genauso an dieser grünen Kante, also wie jetzt auch beim letzten Spot hier dann auch so an der grünen Kante vorbeifahren bis hinten zu den Seerosen und das war dann da eben versuchen, was rauszuziehen. Jetzt gerade, zu früh, jetzt gerade war ich direkt vor den Seerosen, werfen wir gerade nochmal eben hin, war auch gerade schon sehr angenehm, ging relativ schnell jetzt hier. Ja, und jetzt einfach ein bisschen verschiedene Spots testen. Ne? Wenn doch so viele Fische hier fehlen an diesem Gewässer, dann einfach immer wieder an verschiedenen Stellen rumprobieren. Na guck, hier kommt jetzt mal so ein richtig schöner ran. Wieder mit ein bisschen mehr Gewicht. Schön im Wasser lassen. Kescher dahin, genau. 470 Gramm. Ich gehe aber nochmal hier vorne hin, ist doch ein bisschen angenehmer. Dass man dann von hier aus ein bisschen mehr, da kann ich eben auch seitlich ein bisschen mitlaufen. Und kann einfach die ganze Zeit ja, mehr interagieren und länger quasi auch hier den Köder im Wasser lassen. Deutlich angenehmer, weil eben auch mehr Schnur zur Verfügung steht, als wenn man quasi von der Route wegwirft. Irgendwann ist halt Ende. Ne? Und so kann man hier das einfach so ein bisschen mit begleiten. Also bisher ganz zufrieden jetzt auch an der Stelle. Zack. Größere Brocken. Hier natürlich jetzt auch gerade mit einem 6er Haken unterwegs. Wir gucken uns das Ganze nochmal eben an. Na komm, den kleinen kriegen wir auch so. Also kurz wieder raus damit. Schnell der Blick rein. 6er Haken, Mistwurm, Borkenkäfer. Nach wie vor eben hier auf der Ultralight Stippe. Zack, und da geht der nächste rein. Sehr schön, so soll das. Und eben auch einer, der wieder so ein bisschen mehr Gewicht hat. Aber auch noch nicht so ganz viel, ne? Kleine Rotfeder nochmal. Ja, so im Kilobereich, gerade eben die große Rotfeder, da hat man schon gemerkt, ja, man kommt so langsam ans Limit von der Route. Ich habe hier übrigens das Vorfach auch wieder runter. Und das ist aber trotz allem gut möglich. Also es ist wirklich gut möglich. Wichtig auch tatsächlich immer eben die Spannung zu halten, schön nach oben zu drücken. Vielleicht geht ja noch ein bisschen was Großes rein. Und geht ab. Jawohl. Und hat ein bisschen mehr Bock. Aber auch da ist noch Luft nach oben. Aber guck mal hier. Schöner Kürbis. 234. Na, das ist doch schon mal nicht so schlecht. Auch direkt wieder Wochenrekord Kürbis. Instant kam er rein. Das ist doch nicht so schlecht. Also gerne mehr davon, gerne hier mit der kleinen Stippe. Ich werde auf jeden Fall noch mal ein bisschen weiter testen, auch vielleicht die nächsten Tage immer mal wieder. Testet einfach mal, probiert ein bisschen aus. Wie gesagt, gerne, wenn es ein bisschen entspannter sein soll, natürlich einfach hier mit der Bollo oder mit der Match und dann rausziehen das Ganze. Bisher bin ich ganz zufrieden. Auch der letzte Spot mit der Sardine war ganz gut, hat sich dann doch noch gelohnt. Leider noch lange keine Trophy gefangen. Mal gucken, irgendwann wird auch das Ding reingehen. Vielleicht auch einfach so als Beifang. Das wäre doch mal angenehm. Petri Lümmels, wenn es geholfen hat, wenn es gefallen hat, Daumen da lassen, Kanal abonnieren. Hilft mir und gefällt mir. Und dann sehen wir uns in einem der nächsten Videos oder mal im Livestream auf Twitch. Montags, Mittwochs und Freitags immer um 19 Uhr auf Twitch. Und ansonsten auch immer um 19 Uhr auf YouTube. Und da gibt es dann Random Games. Also nicht nur R4, auch mal was anderes. Aber eben auch Angeln. Petri.